Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Playset, Erwachen der Macht, Star Wars, Disney Infinity 3.0. Mit dem Len 16, der gerade sehr überrascht war. Hab's hinbekommen, oder? Ja. Das ist schön. Ja, wir spielen das jetzt auf jeden Fall, das Playset endlich. Ich habe richtig Bock drauf. Den Film haben wir auch schon beide gesehen. Es wird jede Menge Spoiler geben. Und ich glaube, die Zwischensequenz fängt an. Mit einem Spoiler. Denn es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das der Text ist, der auch am Anfang von Episode 7 kommt. Oh. Episode 7 steht auf jeden Fall schon mal da. Das Erwachen der Macht. Ich habe den Text bisher nur auf Englisch gelesen. 30 Jahre sind seit der Vernichtung des zweiten Todessterns vergangen. Luke Skywalker ist verschwunden. Prinzessin Leia führt den Widerstand gegen die böse Erste Ordnung an. Ist anders. General Leia. Ja. In einem verzweifelten Versuch, die Hilfe des verschollenen Jedis zu sichern, hat Leia ihren besten Piloten Poe Dameron auf den Wüstenplaneten Jakku entsandt, um dort die Suche fortzusetzen. Nachdem er wichtige Informationen über den Verbleib von Skywalker erhalten und auf seinen Droiden BB-8 gespeichert hat. Bibi, weißt du wie? Na egal. BB. Blocksberg. Wird Poe vom heimtückischen Kylo Ren gefangen genommen, einem Agenten der Ersten Ordnung. Aus seinem Gefängnis auf einem Sternzerstörer der Jakku umkreist, wird Poe von Finn befreit, einem abtrünnigen Sturmtruppensoldaten. Finn und Poe versuchen in einem gestohlenen TIE-Jäger zu fliehen, um auf einem Planeten BB-8 zu bergen. Das ist schon sehr viel Spoiler gleich am Anfang, also das ist wahrscheinlich ungefähr die erste halbe Stunde vom Film. Deswegen, die ist so gut ist. Die ist auf jeden Fall sehr genial, aber ihr seht, es wird jede Menge Spoiler in diesem Let's Play geben. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch das Let's Play erst an, wenn ihr den Film gesehen habt. Der Film lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt können wir auch anfangen mit Spoilern. Der Sternzerstörer ist übrigens ein spezieller für Kylo Ren. Oh, genau der. Genau der da. Der Anfang ist auch schon anders. Da geht der Film ist vom komplett oben Top-Sicht gewesen. Wow, der redet leise. Laut Sensoren sind sie an Landeplattform 2, Sir. Moment. Landeplattform 3. Liegt so etwa der Widerstand? Ich fliege keine TIE-Jäger. Du bist doch der Sturmtruppler. Nicht mehr. Vorsicht! Hey, wir fliegen immer noch, oder? Okay. Wir starten direkt in die Action. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie echt den kompletten Anfang vom Film weglassen. Wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren. Ich frage mich langsam, ob das eine gute Idee war. Wir kriegen Besuch. Ah, Liga Company. Wow. Aber der Einstieg ist schon mal wieder sehr gelungen. Absicht getan? Das machen sie bei den Playsets anscheinend ganz gerne. Wir haben den Boden berührt. Sehr, sehr gut. Also den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben, ich merke schon. Was ist denn das hier überhaupt? Sonst ist es mit der Handlung ein bisschen schwer. Wobei das hier zum Beispiel eigentlich gar nicht passiert im Film. Ne. Der fliegt eigentlich direkt hier raus, ohne irgendwelche Wege zu durchfliegen. Wow. Viel Blitze. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Okay, wir jagen am besten das Ding gleich in die Luft. Die jagen selber in die Luft. Ah, oh mein Gott. Okay, das ist auf jeden Fall richtig cool gemacht, dieser Flug hier. Auch wenn ich jetzt persönlich da nicht so viel fliegen muss, aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Auch wenn es jetzt nicht ganz filmkonform ist, aber... Ja. Wir sind unterwegs, Baby. Oh, mach auf. Okay. Der war auch ein bisschen mehr beschädigt im Film eigentlich. Ja. Mission erfüllt. Ach ja, grüßen müssen wir heute übrigens auch noch. Und zwar den Victor, nicht dass wir vergessen. Und den Nick natürlich. Ja. Yep. So ist es. Sir, der gestohlene Jäger ist planetenseitig abgestürzt. Soll ich einen Suchtrupp nach Überlebenden ausschicken? Die Karte zu Skywalker ist in diesem Druiden. Sie darf dem Widerstand nicht in die Hände fallen. Bietet einer orangefarbenen und weißen BB-Einheit eine Belohnung für Jakku an, für die unversehrte Ergreifung. Oh. Oh. Hallo? Toll. Das Schiff ist abgestürzt, hab den Piloten verloren und jetzt habe ich nur noch diese Jacke. Ist er das? Er ist es nicht. Warte. Was sagst du da? Hey! Wer bist du und woher hast du die Jacke? Wer bist du? Warum schreist du mich an? Die Jacke. Der Droide sagt, du hättest sie seinem Meister gestohlen. Oh, verstehe. Du bist Post-Droide. Du bist BB-8. Ich habe ihn vor ein paar Schlägern gerettet. Bei der Suche nach seinem Meister war er ziemlich unerbittlich. Nochmal, wer bist du? Ich bin bloß jemand, der helfen will. Nenn mich Finn.
Und du bist? Ray. Hör zu, Ray. Der Herr dieses Droiden ist Poe Dameron. Und er hat mir erzählt, dass BB-8 wichtige Informationen für den Widerstand bei sich trägt. Wir müssen von diesem Planeten runter. Und zwar schnell. Kannst du helfen? Was meinst du? Sicher, dass Poe wollen würde, dass du das tust? Ich helfe dir. Aber im Gegenzug komme ich mit dir mit, um den Widerstand zu finden. Mit dem Kompromiss kann ich leben. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Ankerplatt besitzt die einzigen Schiffe der Stadt. Aber ihm ist nicht zu trauen, also überlass mir das Reden. Geht vor. Richtig. Achtet auf Senklöcher. Die gibt es überall. Yeah! Okay, um das mal so zusammenzufassen, das ist schon wieder komplett weg von der Handlung vom Film. Also ja. Grundsätzlich schon, sag mal, die Grundhandlung ist da, aber sie ist anders verpackt. Also sie treffen sich zum Beispiel an einer ganz anderen Stelle ja. im Film und die Hand geben sich auch und das ist eine entscheidende Szene an einer anderen Stelle. Aber hey, ja gut, wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren. Aber theoretisch ja. könnten sie eigentlich viel mehr in das Playset reinbringen, weil diesmal müssen sie ja nur einen Film in das Playset umsetzen mhm. und nicht drei Filme. Aber und gut. eigentlich heißt er auch nicht Finn, sondern FN2187. Ja. Genau, so ist es. Was übrigens eine Anspielung ist auf die Zelle in A New Hope, eine neue Hoffnung, mhm. in der Leia ist, nämlich Zelle 2187. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, die Nummer. Nee, die Nummer stimmt. Yes! So, ich... Gut. Warum ist sie jetzt auf einmal hier? Ich dachte, die sind gerade eben zusammen weggelaufen. Die sind doch gerade eingestürzt. Die Richtung und die Entfernung zu deinem nächsten Missionsziel an. Ach hast du so, nicht aufgepasst? Ach, ja, nee, ich bin immer noch in der festen Überzeugung, dass es irgendwie mit der Handlung vom Film zu tun haben muss. Ich bin auch rein. Aber, so, Len darf jetzt auch natürlich mitkommen hier. Platzierst du? Ja, du musst nur Option drücken, dann bist du auch schon mit dabei. Da sind wir jetzt beide an Bord hier vom Sternenzerstörer, in den wir gerade reingestürzt sind. Auch jetzt keine Handlung aus dem Film. Sei vorsichtig, diese alten Schiffe neigen dazu auseinanderzufallen, wenn man es am wenigsten erwartet. Jetzt kommt wieder so ein Remake. Oh, da sind jetzt wieder die Drachen. Ja, es gibt sie wieder. Ich habe gleich den ersten erwischt. Minox findet man in der gesamten Galaxis. Ja, Minox. Komm, lass mich bei der Hand nehmen, dich. Nein. Aber immer kann ich schießen dabei. Ich wollte eigentlich versuchen, da hochzulaufen. Ich glaube, es klappt. Es ist, glaube ich, nicht vorgesehen, dass man... Oh. Nee, es ist nicht vorgesehen, dass man da hochläuft. Hä? Er ist nicht vorgesehen, dass man da hochläuft. Ich bin doch gerade da hochgelaufen. Ja, ein bisschen kannst du da hochlaufen, aber nicht viel. Ja, bis hierhin, da ist unsichtbare ja, genau, Wand. Ja, genau, da bin ich immer runtergerutscht. Ja, aber da merkt man doch, dass da eine unsichtbare Wand ist. So ist es, deswegen bin ich auch runtergerutscht. Sie ergeben keinen Sinn. Und jetzt? Außenrum. Und jetzt, Len? Vermutlich, ja. Es ist die beste Variante, die einzige Option, die wir hier an der Stelle haben. Ha, so. Da weiter oder da weiter? Da weiter. Von da unten kamen wir. Ach so. Oh, okay. Ja, du kannst gerne dann nochmal runtergehen und dich davon überzeugen, Ich glaub dass wir doch. Daher kamen. Aber ich glaub dir doch alles, Len, das weißt du doch. Was, kann man runter? Na, kann man auch nicht runter. Ich bin zu sehr darauf ausgelegt, irgendwelche Geheimnisse oder so aus den, wie in den Lego-Spielen zu finden. Da ist der Gang übrigens. Der, du kommst da nicht hoch. Ja, solange es nicht der Gang Gen ist. Davon gab es genug. Ja, aber nicht in Episode 7. Ja. Dafür gab es genug für eine Lebenszeit in Episode 1 bis 3. 2, 3. Auch wenn ich sehr begrüßt hätte, wenn Jar Jar der Darth Overlord gewesen wäre. Der Sith Overlord. Da hätte ich sehr begrüßt. Der gute Herr Snoke. Ja. Wenn das Jar Jar gewesen wäre. Aber ich habe eine andere Theorie, wer Snoke ist. Aber. Ja, ich habe die Theorie, im Internet habe ich auch eine Theorie gesehen, die sich auch für mich sehr einleuchtend angehört hat. Plausibel, ja. Er ist gesperrt. Aber dazu reden wir erst, wenn wir jetzt hier auch in dem Playset an der Stelle sind. Echt? Okay. Der Weg ist versperrt, Len. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Hilf uns, Obi-Wan Kenobi. Ja. Ach nee. Na, das war immerhin der richtige Film bei dir. Roll nicht zu weit weg, BB-8. Hä? Wo ist BB-8? Ich wollte gerade sagen, den haben wir noch gar nicht gesehen hier, oder? Ah! Okay. Ich habe keinen William-Scream gehört im Film. Doch, es gab einen. Es gab einen William-Scream, und zwar, wo sie, genau in der Szene, die wir vorhin gesehen haben, wenn sie da, wo er sich umdreht und, glaube ich, da rumballert im Hangar. Ich glaube, da war einer mit dabei. Dachte ich mir auch, aber das war so total... Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war einer. Gemuffelt, also so, also ich dachte, da was gehört zu haben. Ich glaube es auch. Ich glaube, man hat auch nochmal irgendwann gehört, wo... Auf einem anderen Planeten dann später, aber bei dem bin ich mir relativ sicher eigentlich. Normalerweise höre ich William Scream immer, aber... Naja, wir schauen uns den Film ja nochmal ein zweites Mal an, ja. Deswegen... Zweites Mal, drittes Mal. Also zweites Mal im Kino, das heißt innerhalb von 3 Tagen zweimal den Film gesehen. Also bei Star Wars kann man das schon machen. Wow. Das ist neu.
Ja, das ist alles hier neu. Wobei, das könnte sogar der große Raum sein, in dem sie rumklettert. Ja, aber den man auch im Trailer schon gesehen hat. Ja, aber das sind keine TIE Fighter. Ja, klar, das kommt dazu. Dafür gibt's hier AT-ATs. Mhm. Ist ja auch Jakku. Ja, da gibt's öfters mal imperialen und rebellischen Schrott. Wobei, kommt ja, war ja deren letzte Fabrik. Ja, Fabrik? Nee, ich dachte, das war die entscheidende Schlacht, war da auf jeden Fall. Aber da ist deren Fabrik. Die haben da AT-ATs und die Teile hergestellt. Das wusste deswegen nicht. Haben die Rebellen dort angegriffen. Ah, ja gut. Ja. Clever, clever. Ja. Das, ja. Aber also schön. Das ist mein Wissensstand, den ich glaube, der richtig ist. Okay. Ja, aber schön schaut schon aus hier so da drin. Ja. Ganz cool gemacht. Ja. Aber in London dann, wo ich auf dem Disney-Event, Disney-Infinity-Event war, da konnte man das dann auf der großen Leinwand bewundern. Da sah es natürlich noch cooler aus. Was? Ein Spiel auf der Leinwand? Ja, das sah echt extrem genial aus. Schon wieder runtergefallen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Okay. Von London habe ich dann auch noch das Playset und so mitgebracht. Also das ist hier aus London, im Prinzip sind Souvenirs. Ja, die gab es auch bei dem Event, haben wir die bekommen. Eigentlich eine ganz coole Geschichte, das Event. Also nicht eigentlich, es war eine ganz coole Geschichte. Endlich mal wieder nach London zu kommen. War schon lange her gewesen, dass ich da das letzte Mal war. So, da müssen wir so hoch. Okay, ja, bin auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung, wie man da hoch muss. Ich bin irgendwie hochgekommen. Ja, ich glaube, muss hier außen rum und dann da so hochklettern. Bei mir ist die Schrift irgendwie im Eimer. Okay, da gehört's aber nicht hin. Der olle Eimerkopf. Ja, nach oben. Knapp, Len. Sehr knapp. Ich kann übrigens auch schießen. Aber was hat sie da? Sie hat den Blaster hat sie schon, okay. Den Blaster kriegt sie eigentlich deutlich später. Den kriegt sie nicht auf dem... War das hier? Ne, den kriegt sie wieder auf dem anderen Planeten. Oh, ich weiß den Namen nicht mehr vom Planeten. Ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, wurde im Film gesagt? Ja, wahrscheinlich schon, aber... Nein. Wurde er nicht. Aber wie, wenn... Der Planet des Widerstands wurde genannt. Ja. Aber das war ja nicht der. Ne, das war ein anderer Planet, das stimmt. Du hast einen Stern bekommen. Du kannst auf jeder Mission bis zu 3 Sterne gewinnen, wenn du optionale Ziele erreichst. Sieh dir dein Missionslogbuch an, um Missionen erneut zu spielen und dir noch mehr Sterne zu verdienen. Innerhalb von 2 Minuten 30 etwas machen müssen. Ja, da haben wir ein bisschen zu viel. Oh, das sieht cool aus. Da haben wir ein bisschen zu viel gequatscht. Suchdruide. Fähigkeiten bauen. Was kann denn unser lieber Finn? Die Suchdruiden gab es aber auch nicht im Film, oder? Nö. Wertstoffhaufen befinden sich überall in dieser Welt. Sammle möglichst viele Wertstoffe ein, um Ressourcen für Reparaturen zu sammeln. Machen wir. So, Fähigkeiten bauen. Von der lieben Ray sieht jetzt auf der linken Seite und vom lieben Finn auf der rechten Seite. Gesundheitsschub ist, glaube ich, am Anfang immer ganz gut. FN-2187 Training. Da steht's sogar. Ich muss mich immer so zurück... Ja, eigentlich... Wir haben ja gesagt, wir spoilern. Also ihr könnt mit jedem Spoiler hier rechnen. Er kann euch so BÄM treffen. Immer dann, wenn ihr nicht damit rechnet. Also wie gesagt, unbedingt den Film erst anschauen, bevor ihr dieses Let's Play schaut. Kann es nur immer wieder betonen. Wollte schon sagen, sie hat leider nur ihren Stab, um das mal so auszudrücken. Und nicht die Waffe, mit der sie eigentlich... Aber du musst bei mir bleiben. Berufen ist zu kämpfen. Aha. Aber ich find's gut, dass sie immer den Blaster auch hat, den sie im Film hat. Auch wenn der im Film silber und nicht grau ist. Aber hey, wollen wir uns mal nicht beschweren. Das ist schon wieder die Musik aus Dings. Eigentlich aus Episode 4. Der Binary Sunset, der kommt dauernd im Film. Dieses kommt nicht dauernd im Film. Nein, irgendwie in abgewandelten Varianten schon. Ah, das ist neu. Das gab's in den anderen Playsets noch nicht. Ich hoffe mal, das Playset ist auch ein bisschen länger. Potenzial hätte der Film ja, aber allein schon, dass sie am Anfang so viel abgekürzt haben, lässt mich vermuten, dass das Playset nicht ganz so lang wird. Du meinst beim Playset? Ich dachte beim Film, hä? Achso, nee, der Film, da war... Film abgekürzt? Was? Den kannst du nur verlängern und selbst dann wäre er zu kurz gewesen. genau, da unten waren wir in der Präsentation. BB-8, lauf nicht zu weit weg. Bring dich nicht in Schwierigkeiten, BB-8. Also in der Disney Infinity Präsentation waren wir da unten. Der Charakter fand ich irgendwie im Film... Dieser Schrotthändler. Ja, der war... Sein Gesicht sah irgendwie dann doch CGI aus. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Genau das habe ich mir auch gedacht.
Also die, alles an ihm ist Puppe. Genau, nur das Gesicht ist CGI. Genau. Das Gesicht CGI. Ja, das sah so aus. Am Ende, wo sie wegfliegen hier von dem Planeten und er so nach oben schaut, da hat es mich am meisten gestört. Ja. Das ist... Ich sammle mal Schrott rein. Ich weiß nicht, ob es einfach nur schlecht aussieht oder ob es dann wirklich CGI ist. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen darüber sich beklagen hören. Okay. Ich habe über Snoke gehört, dass sie sich beklagen, dass das CGI ist. Ja, der hat mich auch mal... Okay, bei ihr fand ich es nicht so schlimm. Bei Snoke fand ich es schlimm. Snoke hat mich echt aufgeregt. Snoke kommt zweimal im Film vor. Naja, schon. Da kann Andy Serkis sein volles Potenzial nicht aus. Ja, nee, es geht gar nicht um Andy Serkis. Ich finde, der Kopf sieht einfach so... Sieht einfach aus wie Plastik. Oh, weil es ein Hologramm war. Ja, nee, auch so... Schauen wir mal, ich will noch nicht zu viel dazu sagen, aber... Oh, das ist gar kein Gegner gewesen. Wie gesagt, also... Also ja, ich glaube, wenn man den dann in Persona sieht... Guck mal! Wenn man den dann... Ja, den gab's auch, das Viech. Ja, der wollte... Also da saß noch einer drauf und der wollte... Ach, übrigens, da kann man nur mit dem Imperialen aufmachen. Ja, übrigens nicht CGI im nicht Film. CGI, okay. Überhaupt nicht. Was? Der sah auch kurzzeitig im Film CGI aus, aber... Das Viech? Nee, das ist nicht CGI. Das ist überhaupt das, nicht CGI. Das ist CGI nicht, nee. Das ist... Ich glaube, wir brauchen hier einen Imperialen, oder? Wir haben ja Imperialen, sage ich. Haben wir einen Imperialen? Ja, einen haben wir einen da. Einen der ersten Ordnung. Haben wir einen der ersten Ordnung? Achso, du kannst es auch machen. Was? Kannst du ja mal probieren. Kannst du das machen? Nee, kannst du nicht. Nö. Du bist ja nicht mehr von der... Ich bin nicht mehr erste Ordnung. Nicht mehr erste Ordnung, ist jetzt nur noch zweite Wahl. Aber wir haben noch jemand anderen da, natürlich. Ja. Oh. Ja, Drachenburschen stört es nicht so sehr, finde ich. Nee. Dazu wollte ich zwar erst später kommen, aber... Ja. Zu meiner Meinung zu Kylo Ren, da komme ich dann dazu, wenn wir ihn hier im Playset sehen. Aha. Also nicht nur spielen, sondern wirklich sehen. Da wird es schöne Diskussionen geben. Ja, Len und ich sind nämlich sehr zweigeteilt bei manchen Sachen im Film. Das ist aber eigentlich ganz cool. So, jetzt schauen wir mal, was hier an Missionen gibt. Ja, das ist doch cool, wenn man verschiedene Meinungen hat, dann... Ja. Hat man wenigstens was zum Diskutieren. Ja, hat einer wenigstens die falsche. Ja, nämlich der Len. Ja, genau. Aha. So, Ich wollte jetzt nicht darauf hinweisen, aber der da falsch liegt, der weist halt gerne darauf hin, dass jemand falsch liegt. Ja, klar. Der andere muss ja nicht darauf hinweisen, der weiß ja, dass er falsch liegt, der Len, von daher. So, was können wir hier machen? Okay, wir sind hier Ray und Finn. Ja, wir sind Ray und Finn, so sieht's aus. Ich laufe dir einfach hinterher. Ja, nee, ich glaube, wir müssen zu ihm gehen. Wir müssen uns die nächste Mission abholen auf Jakku. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ja, aber ich bin allgemein schlecht mit Namen, also von daher. Das ist auch die einzige Mission, die wir momentan hier haben. Mhm. Wobei ich mir die Hauptcharakternamen verdammt gut merken kann. Und die Schauspieler dazu. Ja gut, das sieht man ja auch ab und zu mal überall. Ja gut, ich wüsste jetzt nicht, wer Qui-Gon Jinn gespielt hat. Ich weiß nicht, dass Liam Neeson war. Ah, verdammt, Liam Neeson, natürlich. Der Part von Disney Infinity 3.0 ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Wenn du in Zukunft kein Video mehr von Disney Infinity 3.0 verpassen willst, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und natürlich lohnt es sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.